Tag Leute, ich bin der Simon von Klimamitbestimmung jetzt und mit einer Petition kämpfe ich für die Einberufung eines bundesweiten Klimabürgerrates. Ich bin geboren und aufgewachsen im Pott. Da unten, wo jetzt der Wald steht, stand bis 1973 noch eine Zeche. Meine Familie kommt aus dem rheinischen Braunkohlerevier und die Eltern meiner Freunde haben bei Krupp, E.ON, RWE, BP und so weiter gearbeitet und ihre Großeltern waren Bergleute. Wir könnten alle das Steigerlied singen und machen das auch. Mir muss niemand erklären, warum der Abschied vom fossilen Zeitalter schwierig ist. Emotional, wirtschaftlich und sozial. Ich verstehe das. Aber ich habe auch Klimawandel und Umweltmanagement studiert und der drohende Verlust meiner natürlichen Heimat macht mich noch mehr betroffen. Ja, Mann, es war traurig, als 2018 das letzte Stück Steinkohle gefördert wurde. Aber der drohende Verlust und das Verdorren der Wälder meiner Jugend machen mich noch trauriger, weil es die Buchen einfach nicht mehr packen, ein geschlossenes Blätterdach zu bilden und dann kommt der nächste Herbststurm und reißt neue Lücken in die Kronen. Hier in diesem Wäldchen wohnt eine Schleiereule und ich frage mich, wie lange noch? Das Problem ist, im Klimagespräch kommt es immer mehr zu einer zweiten Klimakrise und zwar der Krise des Gesprächsklimas. In anderen Worten, wir müssen miteinander reden und uns vor allem zuhören und dann versuchen, den gemeinsamen Boden zu finden. Also rufe ich bei der Familie an und jeder im rheinischen Braunkohlerevier kennt jemanden, der am Tagebau arbeitet. Ein paar Wochen später sitzen wir dann tatsächlich beim Betriebsrat Garzweiler und wir reden zusammen über das umweltfreundliche Glück auf. Kurzer Hintergrund, wir von Klimamitbestimmung jetzt verabschieden uns im Schriftverkehr immer mit umweltfreundlichen Grüßen und der Betriebsrat Tagebau Garzweiler mit einem freundlichen Glück auf. Geht das überhaupt zusammen? Kann es so etwas wie ein umweltfreundliches Glück auf geben? Jetzt kommt es aber in einem konstruktiven Gespräch darauf an, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen aufgrund von Halbwissen oder Vorurteile, die man hat. Denn der gemeinsame Boden, der liegt tatsächlich auf der Hand. Denn ein Glück auf bedeutet eben nicht viel Glück beim Wiederhochkommen aus dem Kohleschacht, sondern er bedeutet viel Glück beim Aufdecken einer neuen Lagerstätte, damit du auch morgen noch Arbeit hast und deine Familie ernähren kannst. Es geht also genau darum, den Strukturwandel sozial gerecht umzusetzen. Und ein umweltfreundliches Glück auf führt also die drei Hauptaussagen, die wir von Klimamitbestimmung jetzt und dem Klimabürgerrat haben, zusammen. Erstens, es geht um Umwelt und die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Zweitens, es geht um Freundlichkeit und ein gutes Gesprächsklima und um die Abkehr von alten Freund-Feind-Schemata. Und drittens geht es ums Glück auf, um die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft für uns alle. Und ich glaube, dass besonders die Menschen im Ruhrgebiet wissen, was für ein enormer Kraftakt ein solcher Strukturwandel ist. Er braucht positive Visionen wie den blauen Himmel über dem Ruhrgebiet und er funktioniert nur, wenn wir ihn wirklich gemeinsam angehen. Wenn ihr noch in diesem Jahr ein Zeichen für ein umweltfreundliches Glück auf senden wollt, dann unterschreibt jetzt unsere Petition an den Deutschen Bundestag.